Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Dreibein zusammenbindet. Es ist ein sehr einfacher Bund. Man muss einen Anfangsknoten, einen Schlussknoten kennen und wissen, wie das Seil um den Bund herumkommt. Zeige mir euch und dann könnt ihr das auch. Also ein Dreibein zusammenbinden geht los, indem ich das Seil nehme und mir hier einen Zimmermannsklang dran mache, mit dem ich das Seil an einem Pfosten befestige. Oder ich habe schon ein Pfadfinderseil mit Auge hier, dann kann ich das einfach entsprechend. Upsa, los. Kann ich das hier durchziehen. Und habe mein Seil fest. Weiter geht's, indem ich jetzt wie eine 8 um alle drei Balken rumgehe. Deswegen haben wir jetzt auch die Hölzer kurz hochgelegt, um hier gut einfädeln zu können. Das machen wir zwei, dreimal. Und um das Ganze dann straff zu kriegen, ziehen wir jetzt hier zwischen der Hölzer noch zwei, drei Windungen durch. So, gehen wir noch auf die letzte Seite hier. Diese Windungen zwischen der Hölzer, die straffe ganz einfach den Bund. So, und zum Schluss kommt einfach, ich sage immer, ein falscher Maschwurf drauf. Man kann auch richtiger machen, aber so geht es einfach schneller und das ist für unseren Zweck völlig ausreichend. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal und ihr bekommt immer unsere aktuellen Videos als erstes. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.